Und damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 9a bis 9c, Beratung der Anträge der Fraktion der AfD mit den Titeln Aufbruch für Deutschland, raus aus der Wirtschafts- und Lockdown-Krise sowie den Steuerzahlern einen fairen Anteil lassen, Senkung der Umsatzsteuer von 19% auf 15% bzw. 7% auf 5% und Aufbruch für Deutschland, Beendigung der vom Staat zu verantwortenden Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Nehmen Sie bitte, auch wenn Sie jetzt nicht alle gleichzeitig zur namentlichen Abstimmung gehen sollen, nehmen Sie bitte die Plätze ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute eine lange Tagesordnung. Sie werden es heute Nacht büßen. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Das gilt auch in den hinteren Rängen, auch bei der CDU-CSU-Fraktion. Vielleicht kann man auch Frau Mark. So, und wenn die notwendige Ruhe und Aufmerksamkeit hergestellt ist, können wir die Aussprache eröffnen. Und das Wort hat der Kollege Tino Chrupalla, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Vertreter der Bundesregierung, sehr geehrte Kollegen, liebe Landsleute, seit Wochen und Monaten befindet sich unser Land im Stillstand. Betriebe stehen still, Familien sind zerrissen, der psychische Druck der Menschen steigt ebenso stark an wie das Unverständnis über die abermaligen Verbote und Einschränkungen. Die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind unhaltbar, unvermittelbar und für die vernünftigen Menschen mittlerweile absolut unverständlich. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben unser Land in eine Sackgasse manövriert, in der wir nur sehr schwer wieder wenden können. Die Menschen waren geduldig. Sie haben Einschränkungen hingenommen, nur zu welchem Preis? Und immer wieder wurden sie vertröstet. Man erlangt den Eindruck, dass Ihre Bundesregierung weder einen Plan, Geschick noch einen Willen zu einem gezielten Wendemanöver besitzt. Sehen Sie nicht, was mit diesem Land und seinen Bürgern eigentlich passiert? Sind Sie alle auf der Regierungsbank ohnmächtig und angstgefangen? Wo sind Ihre Konzepte für die deutsche Wirtschaft, Herr Altmaier? Wo bleiben die lang versprochenen und dringend notwendigen Unterstützungszahlungen? Was liegt Ihnen an dem Wirtschaftszweig, der noch die meisten Beschäftigten hat? Die kleinen und mittelständischen Unternehmen? Wer garantiert die Zukunft unserer sozialen Sicherungssysteme, wenn die Basis dafür, der Mittelstand, das Handwerk, de facto nicht mehr vorhanden, von Ihnen abgeschafft wurde? Nur hier findet die wirkliche Wertschöpfung statt. Nur so können wir weiter in Wohlstand und Frieden leben. Und Herr Altmaier, auch Herr Wanderwitz, gegen Sie waren in der DDR Günter Mittag und auch Hermann Haxen wirklich wirtschaftliche Visionäre. Von Ihnen kommt in diesem Bezug gar nichts. Uns, dem Deutschen Bundestag, wurde durch die Wähler sehr viel Vertrauen geschenkt, dieses Land auch in Krisenzeiten zu führen. Davon müssen wir unser Volk wieder überzeugen. Die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland legt mit dem vorliegenden Antrag schlüssige und zügig umsetzbare Einzelmaßnahmen vor. Unser Ziel ist es, damit die wirtschaftliche Gegenwart und die Zukunft Deutschlands überhaupt noch gestaltet werden kann. Viel lieber wäre es uns, wäre es mir, wenn ich meinen Kindern sagen könnte, ihr müsst euch keine Sorgen um die Zukunft machen. Im Moment bin ich mir nicht mehr sicher, was wir unseren zukünftigen Generationen übergeben können, wenn sich Deutschland länger in der Regierungsgewalt von Frau Dr. Merkel befindet. Ganz sicher bleiben Schulden, Depressionen, Perspektivlosigkeit. Die wissenschaftlich fragwürdigen und rein politisch motivierten Inzidenzwerte dürfen nicht mehr als Basis für Ihre einsamen Entscheidungen im Corona-Kabinett herhalten. Deswegen zeigen wir hier konkrete Alternativen und Konzepte für einen Ausweg aus der von Ihnen verschuldeten Misere. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu den Kernforderungen unseres Antragspapiers kommen.
Ich beginne mit der Grundvoraussetzung, das geregelte Ende des Lockdowns, so schnell wie möglich. Ziel muss es sein, die seit nun fast einem Jahr eingeschränkte Wirtschaft langsam wieder hochzufahren. Dieser Prozess dauert je nach Wirtschaftszweig und Unternehmen unterschiedlich lange. Das muss vorbereitet werden. Mittlerweile sind Lieferketten unterbrochen. Produktionen der Zulieferer wurden ebenso reduziert wie die Konsumketten mit den Endverbrauchern. Nehmen wir das Beispiel der Gastronomie. Noch kurz vor Weihnachten waren die Vorratslager gefüllt. Die Feiertage standen bevor und die erwarteten Umsätze blieben aus. Der Verlust stellte sich mehrfach dar. Zum einen waren die Lokale geschlossen. Zum anderen mussten Lebensmittel in Größenordnung vernichtet werden. Und nun greift der zuvor beschriebene Prozess. Die Lieferketten müssen wieder anlaufen, um die Geschäfte wieder zu ermöglichen. Das lässt mich zum nächsten Punkt kommen. Eine der Kernforderungen unseres Antrags, die finanzielle Grundausstattung der Geschäftsleute. Von denen, die noch existieren, brauchen alle endlich die lang versprochenen Corona-Hilfen. Ohne diese können weder Grund- und Lohnkosten noch die Kosten für den Neustart bestritten werden. Uns allen ist mittlerweile klar, dass wir auch in den nächsten Monaten noch eine Vielzahl von Hilfszahlungen an die betroffenen Unternehmen sicherstellen müssen. Wir müssen von Seiten des Staates zeigen, dass wir die Unternehmen auch in schwierigen Zeiten unterstützen. Und vielmehr müssen wir schon heute Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen ihre innovativen Ideen wieder im Land der Dichter und Denker umsetzen möchten. Trotz aller Schwierigkeiten muss es wieder attraktiv sein, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Ein Schlagwort hierbei ist der Bürokratieabbau. Und ich kann es nicht mehr hören. Die Menschen und die Bürger, auch die Unternehmen, ersticken unter diesem Wort. Jede Woche kommen neue Auflagen hinzu. Und wir bringen das permanent in die politische Debatte ein. Nur leider, Sie sind taub. Schauen wir uns die Seite der Verbraucher an. Ein funktionierendes Wirtschaftssystem lebt von Angebot und Nachfrage. Vielen der Endkunden fehlt nach einem Jahr Kurzarbeit einfach das Geld, um es wieder investieren zu können. Dafür schlagen wir die dauerhafte Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19% auf 15% vor. Profitieren werden davon auch die Binnennachfrage und unsere Einzelhändler. Ja, nun fragt man sich natürlich, wie kann man diese Dinge eigentlich finanzieren? Und da hören wir ja immer Steuererhöhungen oder sonstige weitere Einnahmen. Aber hier müssen wir auch mal an die Ausgaben ran. Durch Einsparungen bei den finanziellen Beteiligungen, zum Beispiel bei der Europäischen Union. Die Bundesregierung plant, den deutschen Nettobeitrag auf über 40 Milliarden Euro pro Jahr zu erhöhen. Dem können und müssen wir einen Riegel vorschieben. Die Zahlungen an Brüssel werden nach unserem Konzept auf die Beitragshöhe des Jahres 2019 rückgeführt und eingefroren. Auch das Projekt Europa kann nur mit starken nationalen Finanzpartnern eine Zukunft haben. Dafür brauchen wir in Deutschland und für unsere Bürger nachhaltige Investitionen. Wir müssen die heimische Wirtschaftskraft endlich wieder stärken. Meine Damen und Herren der Bundesregierung, ein Kommentar in der Neuen Züricher Zeitung vom 1. März dieses Jahres spricht in seinem Titel aus, was die Mehrheit der Deutschen mittlerweile über ihre Corona-Politik denkt. Deutschland im Dauerlockdown. Zu Tode geschützt ist auch gestorben. Die rückläufige Akzeptanz ihrer Maßnahmen oder vielmehr die deutliche Ablehnung der Bevölkerung zeigt, was die Bürger verlangen. Frau Bundeskanzlerin, beenden Sie diesen leidbringenden Lockdown. Was muss noch passieren, dass Sie auf die Rufe aus dem Volk hören, bevor Sie zur Vernunft kommen? Es wurden und werden die Hygienekonzepte angepasst und erweitert. Trauen Sie Ihren Bürgern endlich mal was zu. Behandeln Sie sie nicht wie dumme Kinder. Mit andauernden Verboten werden Sie die Stimme Ihrer Kritiker nicht verstummen lassen. Wir werden mehr und mehr den Anschluss an das Leben da draußen verlieren, die Stabilität unserer Demokratie damit aufs Spiel setzen. Werte Kollegen dieses Hohen Hauses, die Wirtschaft und die Menschen in Deutschland brauchen eine wahre Perspektive. Wir sind alle müde von den politischen Wendemanövern dieser Bundesregierung, die nicht mehr auf unser Wohl ausgerichtet sind. Lassen Sie uns vernünftig handeln, geben Sie sich endlich einen Ruck und stimmen Sie dem Antrag der AfD zu. Wir brauchen einen Aufbruch für Deutschland. Vielen Dank. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, darf ich mich mal an die Kollegen der AfD wenden, die so zahlreich anwesend sind, dass sie keinen Sitzplatz finden. Wir haben extra, um die bestehenden Abstandsregeln im Plenarsaal einhalten zu können, die Zuschauertribünen freigehalten. Also wenn Sie keine Plätze im Plenarsaal finden, dann stehen Sie bitte nicht hinten
dicht zusammen, sondern nutzen Sie die Plätze auf den Zuschauertribünen. Danke Ihnen. Nächster Redner ist der Kollege Peter Bläser, CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg stehen Landtagswahlen an, und Sie von der AfD suchen die große Bühne. Nur das kann eigentlich der wahre Grund dafür sein, dass Sie hier drei schludrige Anträge eingebracht haben. Sie befassen sich mit einem Sammelsurium von Themen, von der Corona-Bekämpfung bis zur Energiewende. Sie reden einfach nur alles schlecht. Bei Ihren Vorschlägen zu Corona ist mein Eindruck, dass wir in verschiedenen Welten leben. Sie ignorieren mittlerweile mehr als 70.000 Tote, die Menschen mit Langzeitschäden und das Leid in den Familien. Sie wollen eigentlich nur Risikogruppen schützen, schreiben Sie. Das sind in Deutschland aber 36 Millionen Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Und davon sind 21 Millionen Menschen in der Hochrisikogruppe. Sie stellen ihre populistischen Forderungen über diese Schicksale. Für uns und für mich persönlich steht nach wie vor fest, Menschenleben und Gesundheit stehen vor wirtschaftlichen Erwägungen. Wir können dankbar sein, dass wir in dieser Krisenzeit mit Angela Merkel eine Bundeskanzlerin haben, die die Nerven behalten, klug, besonnen, zielführend gehandelt, die Menschen in der Gesundheit geschützt und gleichzeitig die Wirtschaft funktionsfähig gehalten hat. Am 1. März schreibt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, ich zitiere, der Dienstleistungsbereich ist in vielen Teilen von direkten Schließungen betroffen, während die Industrie größtenteils ungebremst durchproduzieren kann. Natürlich ist die Situation in Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus und Kulturbereich dramatisch. Aber genau deswegen haben wir ein nie dagewesenes Hilfsprogramm auf den Weg gebracht. Und meine Damen und Herren, das Ziel ist ja nicht mehr weit. Wir dürfen nur nicht leichtsinnig und ungeduldig werden. Mit Testen, Impfen, Lüften, Corona-App und der H-Regeln können wir es bis Ende des Sommers geschafft haben. Den gleichen Optimismus habe ich übrigens auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Binnen eines Jahres haben wir in Deutschland einen Impfstoff entwickelt gegen ein Virus, das wir vor gut einem Jahr noch nicht einmal gekannt haben. Das ist für mich der klare Beweis für die Innovationskraft unseres Landes. Und diese Innovationskraft unserer Wirtschaft spricht aber nicht nur die rasante Impfstoffentwicklung an. Federführend sind wir auch bei Investitionen in der Entwicklung von Strategien bei der Abschaffung der Kernenergie und fossiler Energieträger, beim Umbau der Energieversorgung, bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, der Mobilität, der Wärmeversorgung. Auch hier stecken Sie in alten Denkschablonen. Sie betiteln Ihren Antrag zwar mit Aufbruch für Deutschland, aber in Wahrheit ist es ein Aufbruch in die Vergangenheit. Deswegen verstehen Sie auch die Energiewende nicht, weil dies ein Projekt für die Zukunft ist. Ich hingegen sage Ihnen, das sind gigantische Chancen mit verbunden. Neue Geschäftsmodelle, zukunftsfähige Technologien, Arbeitsplätze, Technologieführerschaft und Wertschöpfung, insbesondere auch im ländlichen Raum. Ich bin politisch schon einige Jahre unterwegs. Und ich kann Ihnen sagen, so etwas Tolles habe ich noch nicht erlebt. Jeden Tag drängen neue Entwicklungen und neue Ideen auf den Markt. Ich sage Ihnen, die Klimaziele und die Energiewende sind nicht nur erreichbar und machbar, sondern sie sind zwingend Voraussetzung für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Woher weiß ich das? Als Berichterstatter für Energieforschungs- und Förderprogramme sehe ich, wie das Bundeswirtschaftsministerium mit der Führung von Peter Altmaier die Energiewende systematisch vorbereitet. Mit 5 Syntec-Schaufensterprojekten im ganzen Land haben wir die Energiewende geübt. Mit 20 Reallaboren testen wir jetzt die großtechnische Anwendung. Und mit 9 Milliarden gehen wir in die Vollen bei der Wasserstoffstrategie. Wen glauben Sie von der AfD eigentlich mit Ihrer restriktiven Haltung zu vertreten? Die Wirtschaft jedenfalls nicht. Die Firmen überschlagen sich mit Ankündigungen, wann sie klimaneutral sein wollen.
Das fängt bei der Stahl- und Kupferproduktion an und geht über die chemische Industrie bis hin zu den Rechenzentren. Nur die Energiewende wird unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten können. Auf der ganzen Welt läuft die Umstellung schon auf Hochtouren. Und die Energiewende mit regenerativer Stromerzeugung und Wasserstoffwirtschaft ist die nächste große industrielle Revolution. Das müssen wir uns vor Augen halten. Diese Umsetzung ist natürlich eine große Herausforderung, das sehe ich auch. Darin mitzuarbeiten ist mir aber eine große Freude. Ich kann Ihnen nur empfehlen, von der AfD, beteiligen Sie sich daran. Ansonsten trifft für Sie das Sprichwort zu: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich wünsche Ihnen gute Reise. Michael Theurer, FDP, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit einem der drei vorliegenden AfD-Anträge beantragt die AfD sofort alle Anti-Corona-Maßnahmen mit Ausnahme des Schutzes der vulnerablen Gruppen und der Maßgabe von Hygienekonzepten zu beenden. Dabei sieht man am realen Verhalten heute hier, aber auch an anderer Stelle, dass Sie längst im Lager der Corona-Leugner angekommen sind. Auf Ihren Pressekonferenzen sitzen Sie ohne jeden Abstand. Schon wieder hat sich ein Kollege von Ihnen infiziert. Schon wieder müssen die Fraktionsvorstandskollegen der anderen Fraktionen in Quarantäne. Die wichtigste Hygienemaßnahme, die ich mir langsam wünschen würde, wäre eine Plexiglaswand zwischen unserer Fraktion und Ihrer. Die wichtigste Maßnahme für die politische Hygiene aber wäre, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Fraktion und hier im Bund und im Land aus den Parlamenten herauswählen, meine Damen und Herren. Jetzt zu Ihren Anträgen. Sie mischen Steuersenkungen, Bürokratieabbau, für die die FDP schon gekämpft hat, als es die AfD noch gar nicht gab, mit Nationalismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Ressentiments zu einem giftigen Cocktail. Und dann verbreiten Sie auch noch Unwahrheiten. Sie sprechen davon, dass, wenn man EU-Beiträge streichen würde, 40 Milliarden netto bei uns ankommen würden, so als ob es keine Rückflüsse aus der EU zu uns geben würde. An der Stelle, meine Damen und Herren, sage ich, dass A in Ihrer Partei, in Ihrem Parteinamen steht: Verabschottung, für Ausgrenzung, für Abstieg, für Albtraum. Nicht für Aufbruch, meine Damen und Herren. Sie sind auch nicht für etwas, sondern Sie sind meistens gegen etwas. Sie sind gegen die Vertretung der deutschen Interessen in der Europäischen Union. Es kann Deutschland auf Dauer nicht gut gehen, wenn es unseren Nachbarn schlecht geht, meine Damen und Herren. Wer ethnische Kriterien zur Grundlage der Politik macht, das kann man in den Donauländern in Mittel- und Osteuropa sehen, der endet in Krieg und Krise. Aber Sie machen ethnische Kriterien zur Grundlage Ihrer Politik. Herr Gauland, wann ziehen Sie endlich Ihre Pickelhaube ab, meine Damen und Herren? Die große Idee der europäischen Einigung ist, den Verlauf von Grenzen unwichtig zu machen, weil die Grenzen durchlässig und offen sind. Darauf müssen wir gerade jetzt achten. Angesichts hunderter aktueller Grenzkonflikte in der Welt wäre das ja die Blaupause für den Frieden in anderen Erdteilen. Dabei ist der Zugang zum Binnenmarkt und die Aufrechterhaltung des Binnenmarktes, also ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union, die dann auch finanziert werden muss, die Grundlage für Wachstum, für Wohlstand und für Arbeitsplätze. Aufbruch Deutschland heißt ganz klares Bekenntnis zur Europäischen Union, das lassen Sie vermissen. Und das ist eben der Hasenfuß an Ihren Anträgen, die deshalb abgelehnt werden müssen. Das Medianvermögen in anderen Ländern ist doch deshalb höher, weil in Deutschland viele Mittel in Sozialversicherungen und in den Staat gesteckt werden. Wir als Freie Demokraten haben hier Alternativkonzepte vorgelegt. Wir sehen den Reformbedarf in Deutschland, aber das hat mit der Europäischen Union nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir Ihre Anträge ablehnen. Und noch ein Wort zur Fachkräftezuwanderung. Wer verbreitet denn Ressentiments
gegen Ausländer und Zuwanderer. Das sind doch Sie. Wer in Zukunft die Renten finanzieren will, der muss doch für Weltoffenheit stehen, der muss für Liberalität stehen, der muss Zuwanderung, gesteuerte Zuwanderung akzeptieren. Dafür stehen Sie nicht. Sie sind für eine rückwärtsgewandte Politik. Ihre Politik ist kein Aufbruch für Deutschland, Ihre Politik ist Abbruch für Deutschland. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Sie auf, folgen Sie einem Ihrer Gründer. Herr Henkel hat klar gesagt, es gräme ihn, ich zitiere auswendig, ein Monster erschaffen zu haben bei der AfD. Er hat die Konsequenzen gezogen, er ist ausgetreten. Ich rufe alle Menschen in Ihrer Partei, die es gut mit Deutschland meinen, auf, auszutreten und einem der Gründer, nämlich Herrn Hans-Olaf Enkel, nachzufolgen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Wiebke Esther, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Zukunft gibt es nicht für lau. Und darum ist der Antrag der AfD ökonomisch unsinnig, er ist völlig überholt und er ist vor allem feindlich gegenüber der jungen Generation. Die AfD will in ihrem Antrag die Umsatzsteuer um 4 und um 2 Prozentpunkte senken. Das klingt, muss man zugeben, erst einmal gar nicht so unpopulär. Wir wissen aber, meine Damen und Herren, dass eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer leider, aber es ist nun mal so, das zeigt die Erfahrung aus anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, Finnland und Schweden, die 2009 die Umsatzsteuer für Restaurants gesenkt haben. Leider wird das nicht oder nur weniger als die Hälfte überhaupt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Und darum heißt das, dass das, was Sie in Ihrem Antrag den Menschen vorrechnen und vollmundig versprechen, so nicht eintreten wird. Darum ist Ihr Antrag vielmehr einer voller leerer Versprechen. Er ist damit ökonomisch unsinnig. Und wenn wir die Steuern für Verbraucherinnen und Verbraucher senken wollen, dann sollten wir das wohlüberlegt tun und an den richtigen Stellen. Und ja, an ihrem eigenen Einkommen gemessen profitieren Menschen mit wenig Geld davon am meisten. Aber in absoluten Beträgen wiederum profitieren sie nicht am stärksten. Denn wenn Sie die Mehrwertsteuer auf Luxusgüter senken wollen, dann profitieren davon diejenigen, die sich teuren Schmuck und andere Luxusgüter kaufen. Und wenn die AfD die unteren Einkommen entlasten hätte wollen, dann hätten sie der Abschaffung des Solidaritätszuschlages zugestimmt. Denn wir haben den Solidaritätszuschlag für 90% der Einkommen abgestimmt und die oberen 53%, nur die oberen 3,5% zahlen ihn weiter. Sie bemühen auch in Ihrem Antrag die kalte Progression, ob sowohl Sie wissen oder zumindest wissen müssten, dass wir mit der Eckwerteverschiebung nach rechts und der Anhebung des steuerlichen Grundwerks vertragt die kalte Progression ausgleichen. Und man kann ja zu der Systematik der Mehrwertsteuer und auch der Tatsache, dass sie angehoben wurde, kritisch stehen. Ich stehe dazu sehr kritisch. Aber wer an die Mehrwertsteuer ran will, der sollte sie klug reformieren, nicht einfach via Gießkanne alles senken. Und darum ist der vorgelegte Antrag hier keine Alternative. Es ist aber auch kein gut überlegter Vorschlag, denn er ist völlig überholt. Sie legen zugrunde den Haushaltsüberschuss der Jahre 2018 und 2019. Haben Sie eigentlich nicht mitbekommen, was in den letzten Jahren hier passiert ist? Es ist ja bekannt, dass es Corona-Leugner in der AfD gibt. Dass das aber so weit um sich greift, hätte ich persönlich nicht gedacht. Und um das auch ganz klar zu mal sagen, dass wir in dieser Pandemie milliardenschwere Hilfspakete aufgelegt haben, das ist richtig, weil uns gegen die Krise ansparen am Ende noch viel teurer zu stehen kommen würde. Und ich mache mir auch aufgrund der Wirtschaftskraft, die wir haben, aufgrund der im internationalen Vergleich immer noch geringen Schuldenquote keine Sorgen. Wir gehen davon aus, nach Schätzungen, dass die Schulden von Bund und Ländern und Gemeinden bei 2021 bei rund 73% liegen. Dann sind wir immer noch 9 Prozentpunkte geringer als im Jahr 2010 nach der Finanzkrise. Und darum kommt es in dieser Krise darauf an, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und meine Damen und Herren, was Sie vorgelegt haben, gehört nicht dazu.
Denn der Vorschlag, den Sie vorgelegt haben, führt zu Mindereinnahmen von mehreren Milliarden Euro. Sie rechnen mit 51 Milliarden. Im Endeffekt wird es von der Konjunktur abhängen, wie viele Milliarden es sind. Aber es ist klar, dass es hohe Milliardenbeträge sein werden. Und mich treibt vor allem um, wie wir die Handlungsfähigkeit des Staates, auch insbesondere der Kommune, nach der Krise sichern. Und darum brauchen wir vor Ort Spielraum. Für Klimaschutz und Verkehrswandel brauchen wir Investitionen. In Deutschland schließt in den letzten Jahren alle vier Tage ein Schwimmbad. Das hat nichts mit Corona zu tun. Diese Hallenbäder sind einfach marode, sie sind kaputtgespart. Ich will aber, dass in Deutschland alle Menschen schwimmen lernen können, und darum brauchen wir Geld für unsere öffentliche Infrastruktur. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt davon, dass wir besser in unsere Zukunft investieren, dass wir das Geld besser dafür verwenden sollten, Schulen besser auszustatten, Straßen zu sanieren, Breitband bis an jede Milchkanne auszubauen und in jeder Kommune eben Schwimmbäder, ausreichend Schwimmbäder zu haben. Wenn wir Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Quartiersarbeit und der Seniorinnenarbeit ausweiten können, weil all das nämlich den Zusammenhalt unserer Gesellschaft beiträgt. Und wenn wir Zukunftsinvestitionen, die wichtig sind, dann werden die nicht nur den Wirtschaftsstandort sichern, sondern auch ganz einfach das Leben lebenswerter machen. Das, meine Damen und Herren, will aber die AfD nicht, weil die AfD spalten will. Und darum hat die AfD auch mit diesem Antrag wieder einmal gezeigt, dass sie Politik nur für die Reichen macht, auch wenn sie vorgibt, dass das anders sei. Und weil sich am Ende nur reiche Menschen einen starken Staat leisten können, lehnen wir den Antrag der AfD ab. Herzlichen Dank. Ich weise darauf hin, dass die Frist für die namentliche Abstimmung in wenigen Minuten abläuft, sodass ich die namentliche Abstimmung zu Punkt 8a der Tagesordnung nach dem nächsten Redner schließen werde. Jetzt erteile ich als nächstem Redner dem Kollegen Alexander Ulrich, DIE LINKE, das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer viel zu guten Zeit müssen wir uns heute mit AfD-Anträgen müssen wir die heute hier behandeln, die eigentlich unnötig sind. Sie sind wirklich wirtschaftspolitisch und europapolitisch eine Geisterfahrt, was wir heute hier vorgelegt bekommen, und sollte eigentlich von Ihnen heute schon zurückgezogen werden, dass wir überhaupt nicht mehr im Ausschuss darüber reden müssen. Sie haben mal wieder kurz vor zwei Landtagswahlen alles auf Papier gebracht, was Ihnen schon immer wichtig war, aber was uns als Land massiv schaden würde. Man muss noch mal deutlich sagen, wenn die AfD was zu sagen hätte, hätten wir heute schon Millionen Arbeitslose mehr. Diesem Land würde es insgesamt schlechter gehen, und wir wären europapolitisch und der ganzen Welt sehr isoliert. Und das haben Sie heute noch mal sehr gut hier auf Papier gebracht. Und da steht dann wieder alles drin, von, dass man das Lieferkettengesetz auch ablehnt. Was das mit der Corona-Krise zu tun hat, weiß ich nicht. Sie wollen zurück zur Kernkraft. Sie wollen im Prinzip, dass die Corona-Maßnahmen beendet werden. Das heißt, für Sie sind Profite wichtiger wie Menschenleben und Gesundheit. All das bringen Sie zu Papier. Deshalb kann das alles nur abgelehnt werden. Es ist ein krudes Gemisch und Planlosigkeit, was Sie hier uns vorschlagen. Und daher, wie gesagt, ziehen Sie die Anträge zurück. Sie sind eigentlich keine Rede wert. Dass Herr Altmaier da ist, finde ich gut, denn dann können wir uns ein bisschen mit der Bundesregierung beschäftigen, wenn wir schon mal Anlass haben zum Reden. Herr Altmaier, das Wirtschaftsministerium ist wirklich in dieser Corona-Krise, das muss man sagen, ein Schwachpunkt. Sie machen ja ein Wettrennen mit dem Gesundheitsminister, wer der schwächste Minister ist in Deutschland. Und jetzt können Sie vielleicht mal froh sein, dass ein, zwei Wochen Herr Spahn vor Ihnen liegt, aber Sie werden sich mit der Notfallhilfe wahrscheinlich bemühen, nächste Woche wieder derjenige zu sein, der uns schwer durch die Corona-Krise bringt. Und deshalb glaube ich, wenn wir Gesundheit vor wirtschaftliche Interessen stellen, was wir als Linke begrüßen, dann müssen aber die Maßnahmen, die wir für die ausgedacht haben, die dann wirtschaftlich darunter leiden, dann müssen diese Maßnahmen auch ankommen. Und was Sie mit Ihren Wirtschaftshilfen gemacht haben bisher, ist eine reine Katastrophe. Oder reicht es auch nicht aus, wenn Sie immer wieder den, ja,
auf die Länder verweisen, die Bundesländer. Wenn bei der Corona-Soforthilfe letztes Jahr im Sommer schon nicht geklappt hat, wäre es doch Ihr Haus gewesen, die sagen hätten müssen, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand und sorgen dafür, dass November-Dezember-Hilfe, Corona-Hilfe 3 oder nun auch die Notfallhilfe für die, die bisher durch jedes Raster gefallen sind, dass sie endlich dort ankommen. Es kann nicht sein, dass viele Existenzen, Arbeitsplätze, viele Solo-Selbstständige, Einzelhändler, dass die darunter leiden müssen, dass dieses Wirtschaftsministerium nichts auf die Reihe kriegt. Und Herr Altmaier, ich sage Ihnen auch, Sie sind ja vielleicht auch Anhänger wie die AfD oder auch die FDP, die sagt, wir müssen wieder schnell zurück zu dem alten Zustand. Wir sagen Ihnen ganz deutlich als Linke, nach Corona wird nie mehr so sein wie vor Corona. Denn die Corona-Krise hat gezeigt, wie dringend notwendig Zukunftsinvestitionen in diesem Land sind. Ob sie Krankenhäuser sind, ob sie Infrastruktur ist, ob es das Gesundheitswesen insgesamt ist, ob es die ökologischen Notwendigkeiten der Klimakrise anbetrifft. Wir brauchen viel, viel Geld. Deshalb erneuern wir unseren Vorschlag vom letzten Jahr. Wir brauchen zusätzliche Investitionen von 500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren für den sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft. Und ich sage Ihnen auch, das bekommt man natürlich nicht damit, dass man der Frage aus dem Weg geht, wer es zu bezahlen hat. Und wir als Linke sagen deutlich, die Wohlhabenden, die Reichen in Deutschland und Europa, die müssen nach der Krise zur Verantwortung gezogen werden, dass sie mehr beitragen müssen, damit die Gesellschaft gelingt. Deshalb ran an das Geld der Reichen, mehr Umverteilung, dann ist der sozial-ökologische Umbau auch ohne neue Schulden zu finanzieren. Aber wenn man darauf verzichtet, sich mit den Wohlhabenden anzulegen, dann muss man halt die Schuldenbremse und die schwarze Null außer Kraft setzen. Denn beides geht nicht. Man kann nicht auf Steuererhöhungen verzichten und gleichzeitig sagen, man will wieder zur Schuldenbremse zurückkehren, denn dann versündigt man sich an den kommenden Generationen. Und deshalb glauben wir, braucht es einen Mix. Wir brauchen höhere Steuern für Reiche und Wohlhabende und wir müssen weiterhin die schwarze Null zumindest mal aussetzen, damit in die Zukunft investiert werden kann. Denn die Klimakrise macht auch keine Pause wegen Corona. Und da muss dringend mit viel Geld rein investiert werden. Und Herr Theurer, Sie haben, ich muss wirklich darauf eingehen, Sie haben ja sich auch Hut absetzen wollen von der AfD, indem Sie jetzt eine Plexiglaswand hier wollen, und haben dann noch gesagt, dass die Vorschläge, die AfD macht, schon die FDP gemacht hätte, da hätte es die AfD noch gar nicht gegeben. Vielleicht sollte sich die FDP mal Gedanken machen, ob ihr neoliberaler Mix, der zur sozialen Spaltung führt, nicht auch ein Ergebnis dann das beinhaltet, dass überhaupt die AfD da ist. Eine soziale Spaltung macht natürlich auch rechts stark. Deshalb, Ihre Politik, für das, was Sie stehen, ist auch Ausdruck dessen, dass jetzt die AfD hier im Bundestag ist. Und deshalb, glaube ich, müsste auch die FDP mal ihre Politik grundsätzlich überdenken. Herr Altmaier, wenn wir jetzt noch einige Wochen und Monate mit der Corona-Krise leben müssen, bleibt die Linke bei ihren Vorschlägen. Wir müssen diejenigen schützen, die darunter zu leiden haben. Das heißt, die Corona-Hilfen müssen schnell dort ankommen, wo sie hingehören. Die Notfallhilfe muss jetzt schnell zur Auszahlung kommen. Wir brauchen eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds. Wir bleiben dabei. Wir brauchen ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro. Und wir sagen klipp und klar, wenn Firmen gerettet werden, dann muss das verbunden werden mit Beschäftigungssicherung. Es kann nicht sein, dass die Lufthansa Milliarden bekommt und dann 30.000 Menschen rauswirft. Auch heute, wo die Lufthansa ja ihre Pressekonferenz hat, muss das noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Vielen Dank. Jetzt komme ich zurück zu Tagesordnungspunkt 8a. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist offenbar nicht der Fall. So schließe ich die Abstimmung. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird später bekannt gegeben. Und damit erteile ich als nächster Rednerin das Wort der Kollegin Claudia Müller, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Motto der AfD, zurück ins Vorgestern. Was sollte man auch anderes von einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen Partei erwarten? Die AfD schreibt Lockdown aufheben drüber, will aber möglichst gleich noch sämtliche Maßnahmen für den Klimaschutz aufheben.
Dass die braune AfD eine Partei der Vergangenheit ist, das hat sie schon oft bewiesen. Mit diesen Anträgen offenbart sie ihre rückwärtsgewandte und wissenschaftsfeindliche Einstellung einmal mehr. Egal ob Gender Studies, Epidemiologie oder Klimaforschung. Wissenschaftliche Erkenntnisse und die Position der AfD gehen nicht zusammen. Zurück ins Vorgestern, das ist Ihr Motto, und dabei marschieren Sie im Stechschritt an der Wirklichkeit vorbei. Ihre Anträge mit Vorschlägen zur Konjunkturbelebung liest sich wie ein Worst-of-AfD-Wirtschaftsideen. Geprägt von Ihrem vorgestrigen Weltbild und in dieser heutigen Zeit kontraproduktiv. Nur mal ein Beispiel. Deutschland braucht dringend mehr Fachkräftezuwanderung. Und dafür brauchen wir eine Willkommenskultur, um im globalen Wettbewerb um die bestausgebildeten Talente bestehen zu können. Ihre Vorschläge gehen genau in eine gegenteilige Richtung. Doch um sich an Ihren Widersprüchen und Ahnungslosigkeiten abzuarbeiten, ist mir ehrlich gesagt meine Redezeit zu schade. Konstruktive Vorschläge, um Probleme zu lösen, überlassen Sie sowieso uns allen anderen, denn das ist schließlich nicht Ihre Stärke. Dass sich die Klimakrise zuspitzt und das Klima durch den hohen CO2-Ausstoß erhitzt, leugnet außer Ihnen und Ihresgleichen niemand mehr. Sogar die großen Wirtschafts- und Industrieverbände stellen sich auf den Klimaschutz ein und fordern entsprechende Rahmenbedingungen, damit Klimaschutz sich endlich besser rechnet. Und damit sind die Unternehmen und Verbände inzwischen weiter als die Bundesregierung. Das Motto muss sein: Aus der Krise lernen und sie nutzen, um umzusteuern. Es werden Milliardeninvestitionen notwendig sein, um aus der Corona-Krise herauszukommen. Die können und müssen wir auch so nutzen, dass wir uns nachhaltig aufstellen. Das wäre klug. Hin zu mehr Klimaschutz, hin zu mehr Kreislaufwirtschaft und hin zu mehr Widerstandsfähigkeit gegen Krisen. Das ist der Zeitgeist. Die EU und die USA machen es vor. Aber die schwarz-rote Koalition sendet über die letzten Jahre hinweg immer wieder widersprüchliche und falsche Signale. Sie nimmt Klimaschutz, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft nicht ernst genug. Und gerade in Bezug auf Digitalisierung haben wir doch in dieser Krise schmerzlich gemerkt, wie sehr uns die fehlende Infrastruktur lähmt. Und es ist eine Zukunftsfrage, ob wir nicht nur die Großstädte, sondern Klein- und Mittelstädte und den ländlichen Raum hier anschließen und gute Entwicklungschancen bieten. Zu wenig Investitionen, ordnungspolitisch zu niedrige Leitplanken und sogar in Brüssel zum Teil der Einsatz gegen entsprechende Regelungen. So schaffen wir die Transformation hin zu ökologischen und krisensicheren Wirtschaften nicht. Da müssen wir dringend was ändern, und da brauchen wir klare Signale der Bundesregierung für Stabilität. Denn wir können es schaffen, aus dieser Krise stärker langfristig hervorzugehen. Und ich will mal ein Positivbeispiel sagen, das EEG. Von vielen heute sehr gescholten, hat sehr positive Impulse für die Entwicklung der erneuerbaren Energien gesetzt. Recycling, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz im Bau, im Bereich Mobilität. Wir haben hier unglaubliche Potenziale für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für den Klimaschutz. Und dabei, Herr Altmaier, müssen wir auch insbesondere immer die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit in den Blick nehmen, denn dort ist das Innovationspotenzial Deutschlands. Darauf müssen unsere Programme entsprechend ausgerichtet sein. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, unsere Widerstandsfähigkeit in Krisen ist zu gering. Wir müssen unsere Krisenresilienz in allen Bereichen erhöhen. In Bezug auf die Pandemie heißt das zum Beispiel, langfristig den Aufbau einer Pandemiewirtschaft, in der schnell und zuverlässig Medikamente, Schutzkleidung und Tests produziert werden können. Diese Kapazitäten müssen wir in Europa, denn wir machen das alles nicht alleine, sondern in einem internationalen Kontext, etwas, was Sie nicht verstanden haben, vorhalten zu können. Aber dafür brauchen diese Unternehmen Verbindlichkeiten in Bezug auf Abnahme und Preis. Aber da ist mehr. Die Klimakrise wird uns immer wieder in solche Ausnahmesituationen bringen, und wir sind unzureichend darauf vorbereitet. Wir brauchen Lösungen, wenn zum Beispiel langanhaltende Trockenheit die Landwirtschaft oder eben durch Niedrigwasser auch Transportwege notwendig für unsere Stahl- und chemische Industrie gefährden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Auf gar keinen Fall.
Um Resilienz zu fördern und Klimaneutralität zu erreichen, muss die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aufgebrochen werden. Kreislaufwirtschaft, Recycling und Upcycling erfahren berechtigterweise neues Interesse. Und hier brauchen wir eine bessere Vernetzung. Wir brauchen mehr regionale Wirtschaftskreisläufe, reduzierte Lieferwege und Transporte, um dauerhaft Arbeitsplätze, Wertschöpfung hier zu sichern und gleichzeitig die globale Klimakrise zu bekämpfen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Krisenresilienz. Die Aufgabe ist komplex. Krisenpotenziale greifen ineinander und genauso vernetzt müssen daher unsere Antworten darauf sein. Und zur Bewältigung und für eine zukunftsfähige Gesellschaft brauchen wir die 3T: Technologie, Talent und Toleranz. Und für nichts davon steht die AfD, und das haben Sie mit Ihren Anträgen mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Vielen Dank, Claudia Müller. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen. Ich habe Ihnen noch keinen guten Morgen gewünscht. Nächster Redner für die CSU-CDU-Fraktion, Dr. Andreas Lenz. Ja, liebe Frau Präsidentin, guten Morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich betonen, dass die Anstrengungen der letzten Wochen und Monate nicht umsonst waren, wie das ja suggeriert wurde. Wir haben gemeinsam erreicht, dass die Zahl derer, die sich in intensivmedizinischer Behandlung befinden, massiv gesunken ist. Und das ist gut und das ist ein Erfolg, meine Damen und Herren. Und jetzt, kurz bevor wir am Ziel sind, von Durchseuchungsstrategien zu sprechen, wäre natürlich grundfalsch. Man kann über den Lockdown, man kann auch über einzelne Maßnahmen trefflich diskutieren, aber doch nicht über die Wirkung. Weniger Kontakte gleich weniger Infektionen, das sollten ja sogar Sie verstehen. Und Sie zitieren da ganz bewusst oder eben auch nicht bewusst Studien falsch oder auch einseitig. Es ist so, dass die Impfungen jetzt schon eine Wirkung zeigen. Die Neuinfektionen gerade bei älteren Menschen sind bereits merklich gesunken. Das ist gut und das ist wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und gerade jetzt müssen wir auch mal ein deutliches Dankeschön sagen. Danke für die Disziplin, für den nicht einfachen Verzicht, für das Mitmachen. Es war ja letztlich nicht die Politik, es waren ja nicht die Maßnahmen, es waren die Menschen, die dazu beigetragen haben, dass die Situation jetzt wieder besser ist. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und eines muss immer klar sein, nur wenn die Menschen mitmachen, können die Maßnahmen letztlich auch greifen. Deshalb brauchen wir jetzt vor allem Akzeptanz in der Bevölkerung auch für die weiteren Maßnahmen. Und zur Akzeptanz gehören natürlich auch Perspektiven. Perspektiven für Öffnungen, für mehr Normalität. Und da bin ich dankbar, dass die MPK gestern auch einige Schritte in die richtige Richtung dementsprechend auch beschlossen hat. Und klar ist auch, dass wir für die Einschränkungen, die gerade auch der Gastro, dem Einzelhandel, aber auch beispielsweise den Friseuren und anderen zugemutet wurden, wirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die Hilfen laufen jetzt endlich, Gott sei Dank, an und sie kommen auch an. Wir brauchen aber zusätzlich einen Härtefallfonds. Es sind 1,5 Milliarden Euro da im Raum gestellt worden, genau für die Fälle, bei denen die bestehenden Programme, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht greifen. Und auch die Ausdehnung der Hilfen für Unternehmen bis 750 Millionen Euro Umsatz darf nicht an bürokratischen Hürden scheitern. Wir sehen da Olaf Scholz in der Pflicht. Hier muss gemeinsam geliefert werden, meine Damen und Herren. Aber uns muss klar sein, dass die Hilfen natürlich kein Ewigkeitsinstrument sind. Obwohl sie notwendig sind, will natürlich auch kein Unternehmer normalerweise alimentiert werden. Die Menschen wollen arbeiten, das ist gut und das muss von uns auch mit Perspektiven flankiert werden. Das Testen wird mehr Freiheit ermöglichen. Selbsttests bieten Chancen für mehr Eigenverantwortung, für mehr Freiheit insgesamt, die wir natürlich nutzen müssen. Wir müssen weiter alle Potenziale beim Impfen nutzen. Wir brauchen so viel Impfstoff wie möglich, der so schnell wie möglich verimpft werden muss. Wir werden uns weiter an die AHA-Regeln halten müssen. Wir brauchen die Masken, die Sie ja für lächerlich halten oder erklären. Impfen, testen, AHA und öffnen
könnte man auch sagen, wir brauchen Öffnungen, aber wir brauchen differenzierte Öffnungen und nicht undifferenzierte Öffnungen, wie die AfD sie fordert. Dabei betrachte ich die Ergebnisse von gestern als ersten wichtigen Schritt, und weitere werden natürlich sukzessive in Form von Wenn-Dann-Bedingungen auch sich anschließen. Schließlich brauchen wir aber auch jetzt schon die Konzepte für das Wiederdurchstarten der Wirtschaft. Ein Licht am Ende des Tunnels ist beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung für die Gastro, die ja bis Ende 2022 beschlossen wurde von uns, wo übrigens die AfD dagegen gestimmt hat. Herr Dr. Lenz, Sekunde, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Dieter Dehm? Der sitzt links. Ach, der Komponist, ja, genau. Aber auch. Herzlichen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Möglichkeit einer Zwischenfrage auch nach Ansichtigwerden meiner Person noch aufrechterhalten haben. Ich vermisse einen Begriff, stimme Ihnen bei dem Wort Differenzierung, bei Öffnung, aber auch bei Pandemiebekämpfung völlig zu. Aber braucht Augenmaß und Differenzierung nicht auch mehr Personal? Ich spüre den Verzicht bei vielen Rednerinnen und Rednern, und ich glaube auch, Kollege Ulrich hat das ja vorhin angesprochen, dass das dann auch Steilvorlagen für die AfD und ähnliche Kräfte werden könnten, wenn man nicht sagt, Augenmaß braucht starken Sozialstaat und wir müssen die Gesundheitsämter wieder in den Stand von 1995 versetzen, also die 20.000 weggekürzten Stellen, so dass sie Theater für Theater, Einrichtung für Einrichtung, Kita für Kita, Schule für Schule wieder prüfen können, dass sie auch Infektionsverläufe nachvollziehen können und wir nicht blinde Werte ansetzen, weil wir wissen, wir haben die Gesundheitsämter runtergewirtschaftet. Also würden Sie mir zustimmen darin, dass wir die Gesundheitsämter wieder stärken müssen, weil ein starker Sozialstaat das Augenmaß, die Differenzierung, also auch die vertikale Pandemiebekämpfung ermöglicht, von der Sie gesprochen haben? Gut, Dr. Lenz, bitte. Ja, Herr Dehm, zunächst mal macht es mir eigentlich immer schon Angst, wenn die Linke mir, auch wenn es nur teilweise Zustimmung ist, mir zustimmt. Aber Sie nehmen es ja auch gerne zurück, aber Spaß beiseite. Zustimmung wird ja auch von Ihrer Seite dann letztlich auch von mir genommen. Punkt Gesundheitsämter, Sie haben da wahrscheinlich die Beschlüsse auch beim Konjunkturpaket des letzten Jahres nicht ganz gelesen. Es ist ja so, dass der Bund insgesamt über 7,5 Milliarden Euro für die Gesundheitsämter zur Verfügung stellt, eben für die personelle, aber auch für die Aufrüstung im digitalen Bereich. Das läuft jetzt an, und da sind wir bei der Umsetzung auch schon massiv vorangekommen. Insofern läuft es, und ich bedanke mich aber trotzdem für Ihre Wortmeldung. Dann geht es weiter mit der Rede. Ja, zu mehr Normalität zurückkehren. Ich habe es gesagt, testen, Aha-Regeln, impfen wird dazu beitragen. Wir wissen auch, wie wichtig die Innenstädte jetzt sind, aber auch in der Zukunft sind. Und wir wissen auch, und das vergegenwärtigt einen Blick auch in die Runde, dass auch Friseure wichtig sind für das Erscheinungsbild, aber auch für vieles mehr. Und das ist ja auch vielen erst jetzt richtig bewusst werden. Wir müssen also jetzt auch Konzepte entwickeln, erarbeiten, wie wir den Einzelhandel fit für die Zukunft machen. Da geht es um mehr als Resilienz. Wir haben tolle Einzelhändler, tolle Unternehmer. Das erfahren wir auch jeden Tag. Und diese brauchen natürlich Perspektiven, auch wenn es darum geht, auch Langfristperspektiven zu entwickeln, auch im Wettbewerb gegen die digitale Konkurrenz. Darum wird es gehen, dazu müssen wir beitragen, hier müssen wir liefern, und hier werden wir auch entsprechende Konzepte erstellen. In dem Sinne, herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Lenz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung vor dem nächsten Redner, das halten Sie durch, ja, genau, bekannt geben. Also, das war die namentliche Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. Abgegebene Stimmen 664, mit Ja haben gestimmt 368, mit Nein haben gestimmt 293 Kolleginnen und Kollegen, und enthalten haben sich 3 Kollegen oder Kolleginnen. Gut, dann rufe ich auf den nächsten Redner, Till Mansmann, für die FDP-Fraktion.
Logischerweise ist damit der Gesetzentwurf angenommen. Aber das hätten Sie ja gemerkt, wenn es dem nicht so gewesen wäre. Also, Sie haben das Wort, Herr Hartmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute vor genau einem Jahr erreichte uns die Nachricht, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt werden musste. Und seitdem sind Tausende von Veranstaltungen nachgefolgt. Nichts ist mehr, wie es war. Viele Menschen sind in Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren. Viele müssen fürchten, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Es ist daher ganz klar, wir brauchen eine nachvollziehbare Öffnungsstrategie und starke wirtschaftspolitische Impulse. Und in der Tat bietet uns die aktuelle Lage Anlässe, auch über Grundsätzliches nachzudenken. Unser Umsatzsteuersystem ist dringend reformbedürftig, und auch über die Sätze müssen wir sprechen. Darüber sind wir uns ja weitgehend einig. Ständig wiederkehrende Betrugsfälle, eine unnachvollziehbare Anwendung des ermäßigten Steuersatzes, so kann es nicht weitergehen. Doch wenn Sie, werte Kollegen von der AfD, ein Papier vorlegen, mit dem Sie Ihre Visionen für eine moderne Umsatzbesteuerung darstellen, dann ist das Beste, was Ihnen einfällt, eine pauschale Umsatzsteuersenkung um ein paar Prozentpunkte. Brauchen wir jetzt wirklich das vierte oder fünfte Herumgewuschel am Mehrwertsteuersatz? Das ist keine Strategie, das ist papiergewordene Einfallslosigkeit. Jetzt haben wir schon eine Regierung, die sich jeden nächsten Planungsschritt in der Pandemie aus der Nase ziehen lässt. Und jetzt wollen Sie als Oppositionspartei mit noch weniger Plan dagegen wursteln. Das haben die Bürger nicht verdient. Ein besonderes Highlight ist übrigens Ihr Vorschlag zur Gegenfinanzierung. Streichen wollen Sie bei der EU. Dabei ist doch gerade der europäische Binnenmarkt die größte Hoffnung für unsere wirtschaftliche Erholung aus der Krise. Und noch erstaunlicher ist der Hinweis auf die kalte Progression bei der Einkommensteuer. Wir wollen sie abschaffen. Sie werben dafür, diese heimliche Steuererhöhung durch die Hintertür bei den Bürgern abzukassieren. Davon abgesehen, dass gerade in der aktuellen Lage derzeit das gar nicht so viel bringt. Eigentlich gar nichts. Falscher Ansatz, falsche Finanzierung, falsche Zielrichtung. Ja, wir müssen ans Umsatzsteuersystem ran. Gerade haben meine Fraktionskollegen und ich im Bundestag einen Antrag vorgelegt, in dem wir Möglichkeiten einer modernen Umsatzbesteuerung aufzeichnen. Durch die Einführung eines elektronischen Meldesystems zur Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen. Damit können wir echten Mehrwert schaffen. So bringen wir die Mehrwertsteuer ins 21. Jahrhundert. Die Steuerpflichtigen könnten medienbruchfrei Kundenaufträge verarbeiten. So würde den kriminellen Karussellgeschäften endlich etwas Wirksames entgegengesetzt. Ihre Anträge tragen zu all dem wenig bei. Daran werden wir zwar auch in der Ausschussarbeit nichts ändern, der Verweisung stimmen wir natürlich zu, dann lassen uns aber bitte dort nicht über ein paar klägliche Punkte sprechen, die Sie uns hier vorgelegt haben, sondern schauen, wo der Schuh bei der Umsatzsteuer wirklich drückt. Vielen Dank, Phil Mansmann. Ich danke Ihnen. Und der nächste Redner ist Redner für die SPD-Fraktion, Timon Gremmels. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie von der AfD beschreiben keine Wege raus aus der Wirtschafts- und Lockdown-Krise, wie der Artikel oder der Titel Ihres Antrages verspricht. Vielmehr servieren Sie uns ein Sammelsurium altbekannter AfD-Propaganda. Sie hetzen gegen die EU, Sie hetzen gegen Migranten, Sie hetzen gegen die Energiewende und gegen die Klimarettung, Sie hetzen gegen die Frauenquote in Führungspositionen. Das hat alles nichts und überhaupt gar nichts mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das alles ist alter Kaffee. Aber alter Kaffee, zum x-ten Mal aufgebrüht, ist am Ende doch nur braune Plörre. Sowohl die Pandemie wie auch die damit verbundene Wirtschaftskrise löst man doch als Exportnation nicht national, sondern nur europäisch und global. Das ist das kleine Einmaleins der VWL, der Volkswirtschaftslehre, aber die beherrschen Sie ja scheinbar nicht. Mit der Forderung, alle Maßnahmen der Energiewende und des Klimaschutzes auszusetzen, ignorieren Sie doch, dass wir neben der Corona-Krise auch noch eine Klimakrise haben,
die wir bewältigen müssen. Und diese Krise wartet doch nicht darauf, dass wir uns erst um Corona kümmern. Wir haben jetzt die einmalige Chance, beides zeitgleich zu bewältigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir der Auffassung sind, dass eine Bewältigung der Klimakrise auch einen Beitrag dazu leisten kann, aus der Corona-Krise herauszukommen. Da ist die deutsche Wirtschaft Gott sei Dank viel weiter als die AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit Ihrer Forderung nach einer pauschalen Öffnung würden Sie der dritten Welle, an deren Anfang wir stehen, die würden Sie zu einem Tsunami machen. Und all unsere Erfolge, die wir errungen haben, würden Sie leichtfertig gefährden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde, die gestern beschlossene schrittweise Öffnung, verbunden mit einer Schnell- und Selbsttest-Strategie, gibt Handel, gibt Gastronomie, gibt Kultur eine echte Perspektive, auf die wir vor Ort so dringend gewartet haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie bemängeln von der AfD auch die schleppende Auszahlung der Wirtschaftshilfen. Das Argument habe ich ja hier auch immer gebracht. Und das war ja auch bis Mitte Februar richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt aber nicht mehr. Ein Großteil der Novemberhilfen, der Dezemberhilfen und der Neustarthilfen wurde inzwischen ausbezahlt. Auch die Gelder der Ü3 fließen mittlerweile. Ich zitiere jetzt aus einer WhatsApp-Nachricht eines Gastronoms aus meinem Wahlkreis. Der hat mir gestern geschrieben: Lieber Timon, Update zu Ü3. Freitag Antrag gestellt, Samstag Bestätigung, Mittwoch erste Abschlagszahlung auf dem Konto. Das ging ja mal richtig flott. Und deswegen, weil ich ja auch häufig kritisiert habe, Herr Altmaier, herzlichen Dank an Sie und auch an Olaf Scholz, weil die Gelder kommen an. Und das ist keine individuelle Erfahrung, sondern, wenn ich richtig informiert bin, mit Stand vom 1.3. sind von allen Förderprogrammen, die wir aufgelegt haben, des Bundes, von den insgesamt beantragten 30 Milliarden Euro mittlerweile 26 Milliarden abgeflossen worden. Ich finde, das kann sich sehen lassen, hilft aber nichts, wenn vor Ort es das ein oder andere Problem gibt. Darum kümmern wir uns jetzt auch mit dem Härtefallfonds. Aber ich glaube, dass wir da einen Haken dran machen können. Es läuft jetzt, und da haben auch maßgeblich die Koalitionsfraktionen mit beigetragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ich finde, jetzt habe ich mich schon viel zu lange mit diesem Antrag der AfD beschäftigt. Lassen Sie mich die Zeit doch nutzen, wie wir als Sozialdemokratie aus dieser Krise kommen wollen. Und wir sind der Auffassung, das müssen wir solidarisch machen, mit Respekt, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und gemeinsam machen. Wir wollen den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. 12 Euro. Wer arbeitet, muss davon auch leben können und sein Leben bezahlen können. Und das ist eine Frage des Respekts. Und deswegen ist ein erster Schritt Richtung 12 Euro genau der richtige Weg. Dafür steht die Sozialdemokratie, meine Damen und Herren. Und wir wollen die Allgemeinverbindlichkeit in der Altenpflege des Tarifvertrags. Das ist für uns wichtig, weil schlechte Löhne für harte Arbeit, und das sage ich auch Richtung Caritas, schlechte Löhne für harte Arbeit sind unsozial. Und damit es die Caritas auch versteht, die sind unchristlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gesagt hat, wir müssen jetzt, dass er die Pflegemindestlohnkommission einberufen will. Genau das ist der richtige Punkt. Und ich erwarte aber auch von Jens Spahn, anstelle von irgendwelchen netten Spendenessen nach Leipzig zu fahren, doch bitte seine Hausaufgaben zu machen und die Finanzierung und sicherzustellen, dass künftig auch in der Altenpflege klar ist, dass die Finanzierung der Pflegeversicherung daran gekoppelt wird, dass es eine Tarifbeschäftigung gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Spahn, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Herr Kollege Greimitz, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Ulrich? Der sitzt auch links. Nee, das ist sehr nett, aber er kann ja anschließend eine Kurzintervention machen. Vielen Dank. Ich würde gerne in meiner Rede fortfahren, wenn Sie das dann erstatten. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte deutlich machen, dass zum Thema der systemrelevanten Berufe, der sozialen Berufe, die AfD in ihrem Antrag überhaupt nichts gesagt hat. Also, dass Sie dazu nichts sagen, spricht sozusagen ja nochmal gegen Sie. Ich möchte sagen, wir wollen weiter als SPD. Eine Tarifbindung, die wollen wir stärken. Wir wollen ein Bundestariftreuegesetz. Das ist für uns ganz wichtig, die Vorbildfunktion des Staates bei der Bezahlung bei ordentlichen Löhnen. Wir wollen künftig investieren. Die öffentliche Hand muss stärker in Zukunftsfelder investieren. Und deswegen streben wir an, 50 Milliarden Euro pro Jahr Investitionssumme des Staates. Wir wollen die Förderbank des Bundes, die KfW, zur modernen Innovation und Investitionsbank weiterentwickeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen Start-ups nachhaltig unterstützen
und ihnen auch einen besseren Zugang zu Wagniskapital geben. Und wir möchten die Kultur der zweiten Chance gerade bei den Start-ups etablieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind die sozialdemokratischen Vorstellungen von einer modernen Wirtschaftspolitik. Und wir müssen nachhaltig aus der Krise Zukunft heute gestalten. Die SPD hat in dieser Großen Koalition dafür schon einige Akzente gesetzt. Im Verkehrsbereich haben wir viel erreicht. Die E-Mobilität boomt endlich. Wir haben Förderprogramme für die Automobilzulieferer auf den Weg gebracht. Wir haben das größte Investitionsprogramm in die Schiene gebracht, auf die Schiene gebracht. Wir wollen aber mehr. Wir wollen 15 Millionen E-Autos bis 2030. Wir wollen Wasserstoff, LKWs und Mobilitätsgarantie auch auf dem Land. Im Gebäudebereich das Gleiche. Wir haben viel erreicht. Die Verfünffachung der Gebäudeförderung, ein Gebäudeenergiegesetz samt Anrechenbarkeit von Photovoltaik, Quartiersansätzen und CO2-Preis. Aber auch da wollen wir mehr. 5 Millionen Wärmepumpen bis 2030, nachhaltige Baustoffe und serielles Sanieren, das ist uns wichtig. Im Energiebereich haben wir auch viel erreicht. Eine Verdreifachung des jährlichen PV-Zubaus. Grundlegende Verbesserungen beim Mieterstrom, den Anteil erneuerbarer Energien bei 50%. Aber auch hier wollen wir noch mehr. Eine weitere Anhebung der Ausbaupfade noch in dieser Legislatur, das sage ich auch Richtung unseres Koalitionspartners, Klimaneutralität im Stromsektor bis 2040. Das wollen wir alles, und zwar nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern weil wir auch der Auffassung sind, das ist ein echtes Job- und Konjunkturprogramm für den Handwerk und für den Mittelstand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen lassen Sie mich zum Schluss kommen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Weg aus der Wirtschaftskrise gelingt nur dann, wenn wir gleichzeitig auch die Klimakrise sozialverträglich bewältigen. Beide Mammutaufgaben gehen nur partnerschaftlich mit den ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer und den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Dafür braucht es eine starke SPD. In diesem Sinne Glück auf und vielen Dank. Vielen Dank, Timon Gremmels. Und das Wort zu einer Kurzintervention hat Alexander Ulrich. Herr Gremmels, Sie wissen doch, dass ich ein Guter bin. Wir sind doch schon seit Jahren im gleichen Ausschuss. Da brauchen Sie doch keine Angst zu haben, wenn ich Sie anfrage oder eine Frage stellen will. Weil jetzt müssen Sie ja trotzdem antworten oder Sie können antworten. Ich will zuvor schon mal sagen, ich glaube, wir geben Ihnen ja recht, oder Ihrem Parteivorsitzenden, der diese Woche gesagt hat, dass in der Corona-Krise die Minister der CDU die absoluten Schwachpunkte sind. Und ich habe das ja in meiner Rede auch gesagt, Herr Altmaier und Herr Merz rennen da ja um Platz 1, Woche für Woche. Herr Merz, Herr Spahn und Herr Altmaier. Aber jetzt kommt der Punkt, warum ich, ja, Herr Merz wollte ja heute schon Minister sein, wenn er gewollt hätte nach dem Parteitag, hat die CDU nicht gemacht. Aber heute haben Sie jetzt gesagt, zum Beispiel mit dem Mindestlohn von 12 Euro. Und warum ich Sie ansprechen will, ist, wir haben als Linksfraktion diesen Antrag mit 12 Euro Mindestlohn schon mehr als einmal in dieser Legislaturperiode hier eingebracht. Wir waren damals überrascht, dass kurz nach der Bundestagswahl, als die SPD noch nicht davon ausgehen musste, wieder in einer Koalition zu landen, der jetzige Kanzlerkandidat auch auf 12 Euro gegangen ist. Aber warum stimmen Sie denn immer gegen unseren Antrag hier im Bundestag, wenn Sie hier jetzt wieder sagen, 12 Euro wollen Sie? Und die zweite Frage, die ich damit verbinde, ja, man soll sie an den Taten messen, nicht an den Worten. Und bei der SPD ist es zu oft so, dass man vor den Wahlen nach links blinkt und dann doch wieder danach rechts abbiegt. Und das zweite Thema, wo ich Sie auch ansprechen will, im Koalitionsvertrag steht drin, dass man die sachgrundlosen Befristungen abschaffen will. Wir haben noch ein paar Monate Regierung. Wann kann dieses Haus davon ausgehen, dass es einen Gesetzentwurf gibt, dass die sachgrundlosen Befristungen endlich abgeschafft werden? Und das ist auch wieder nur ein Wahlkampfthema für die SPD. Danke. Herr Alexander Ulrich, Herr Gremmels. Ja, Herr Kollege Ulrich, ich will hinterher meine Rede ins Netz stellen. Oder wäre es blöd, wenn Ihre Frage dazwischen gegangen ist? Deswegen, jetzt lässt sich es besser schneiden, was hinterher erklären. So viel Scherz beiseite. Ich möchte an dieser Stelle noch mal deutlich sagen, dass wir Sozialdemokraten in dieser Koalition gerade uns da keine Vorwürfe machen lassen. Wir haben als Sozialdemokratie die Grundrente eingeführt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Teilzeit- und Rückkehr-, Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung eingeführt wird. Wir haben für 90% der Menschen sozusagen den Solidaritätszuschlag abgeschaffen. Wir brauchen von den Linken da keine Belehrungen und die 12 Euro Mindestlohn. Wir regieren leider nicht allein, aber wir können ja alles daran tun und Sie können uns dabei unterstützen, dass wir nach dem 26. September hier eine absolute Mehrheit haben. Dann setzen wir das alles eins zu eins um. Vielen Dank.
Dankeschön. Und dann kommt der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Das ist Fritz Günzler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Hier erleben wir ja schon Koalitionsverhandlungen am linken Rand des Plenums. Aber es ist schon spannend. Aber es geht ja eigentlich um einen Antrag der AfD, oder genauer gesagt um drei Anträge der AfD, über die man eigentlich, das haben die Vorredner auch schon schön rausgearbeitet, gar nicht diskutieren müsste, weil sie absolut inhaltslos sind. Sie sind einfach unterirdisch, geben keine Antworten auf die Herausforderungen der Zeit und schüren weiterhin Feindbilder, es ist genannt worden, Hetze gegen die EU, gegen Migranten und so weiter. Also von daher kein Beitrag für die Diskussion in dieser schwierigen Zeit, in der sich unser Land oder die Welt insgesamt befindet. Eigentlich schade, dass Sie Ihrer Verantwortung hier in keinster Weise gerecht werden. Selbstverständlich müssen wir, und das ist die Stunde auch der Wirtschaftspolitik, auf die Corona-bedingten Einbrüche der Volkswirtschaften reagieren. Und das ist die Stunde der Wirtschaftspolitik. Und von daher ist es richtig, dass auch dieses Parlament und auch die Regierung Handlungsfähigkeit gezeigt haben. Es geht um konjunkturelle Stützungsmaßnahmen, es geht um steuerliche Unterstützung, damit wir Liquidität in die Unternehmen bekommen und damit auch Insolvenzen verhindern, aber auch die Arbeitsplätze sichern. Dadurch haben wir das gute Instrument der Kurzarbeit. Es geht also darum, zu gewährleisten, dass aus dieser Gesundheitskrise keine systematische Wirtschaftskrise wird und wir den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder an einen guten Neustart bringen, nachdem die Krise überwunden ist. Daran wollen wir uns beteiligen und beteiligen uns als Parlament, als Regierungsfraktion gemeinsam mit der Regierung. Wir haben fast 200 Milliarden Konjunkturprogramm gestaltet, das nur das deshalb möglich war, weil wir in den letzten Jahren vernünftig gewirtschaftet haben. Wir haben im steuerlichen Bereich viel gemacht. Wir haben die Möglichkeit eröffnet, Steuerzahlungen zu stunden. Wir haben die Herabsetzung von Vorauszahlungen ermöglicht. Wir haben den Verlustrücktrag verbessert. Da könnten wir uns als Union hier und da noch was mehr vorstellen. Ich bin auch der bayerischen Staatsregierung dankbar, dass sie einen neuen Anlauf im Bundesrat nehmen werden. Aber da werden wir darüber diskutieren. Aber darüber hinaus haben wir das Instrument der Wirtschaftshilfen. Und das ist ja hier mehrfach diskutiert worden. Und auch ich habe mich in diese Debatte als Steuerberater des Öfteren einbringen dürfen. Und da ist am Anfang nicht alles gut gelaufen. Und ich glaube, das konnte man auch gar nicht erwarten. Wir haben für diese Krise halt keine Blaupause. Es Herr Günzler, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Hollnagel von der AfD-Fraktion? Nee, darauf verzichte ich gerne. Also wir haben Wirtschaftshilfen, wir haben die Wirtschaftshilfen in die Welt gebracht. Wir haben mit Soforthilfen der Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 und der Novemberhilfe und Dezemberhilfe klare Signale in die Wirtschaft gesetzt. Und wie gesagt, es gab am Anfang Sand im Getriebe, weil nicht alles sofort klar war. Und wenn was beschlossen ist, ist es nicht gleich umgesetzt. Da ist auch das Erwartungsmanagement von uns vielleicht nicht immer optimal gewesen. Aber jetzt, das hat der Kollege Gremmes eben auch gesagt, laufen die Geschichten. Und ich will nur mal ein paar Zahlen nennen. Zur Novemberhilfe gab es mittlerweile 340.000 Anträge. Von 5,2 Milliarden sind 4,2 Milliarden bewilligt, 96% der Anträge. Bei der Dezemberhilfe sind es 300.000 Anträge, 5,2 Milliarden beantragt, 3,5 Milliarden ausgezahlt, 97% der Anträge sind bearbeitet. Und da gibt es ein Delta zwischen diesen Antragssummen und den bewilligten Summen, weil wir die Novemberhilfe Plus oder Extra, wie Sie sie nennen wollen, die ja unbegrenzt gezahlt wird, erst jetzt an den Start geht. Erst seit dieser Woche können dort Anträge gestellt werden. Dann wird sich auch dieses Loch ganz schnell schließen. Und damit sind die November- und Dezemberhilfen ein großer Erfolg. Und ich danke Peter Altmaier und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium dafür, dass das jetzt so gut auf den Weg gebracht worden ist. Gleiches gilt für die Überbrückungshilfen. Der Kollege hat die Beispiele genannt, die kann ich ergänzen. Ich habe selber für einen Mandanten einen Antrag gestellt am Freitag. Am Samstag kam der Bewilligungsbescheid. Am Dienstag war das Geld auf dem Konto. Schneller kann es nicht gehen. Und wenn die Abschlagszahlungen jetzt auch auf 800.000 Euro erhöht worden sind, läuft es gut. Wir haben den WSF für die Unternehmen, die größer sind, die über 250 Mitarbeiter haben. Dort gab es mittlerweile 11 Direktzusagen von über 8 Milliarden Euro. Wir sind also auf einem guten Weg, dort zu helfen, wo wir helfen wollen. Wir haben Zukunftstechnologien gefördert im Rahmen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, der Wasserstofftechnik. Und wir müssen feststellen, der IFO-Geschäftsindex geht nach oben. Die Wirtschaft zeigt sich robust, nicht in allen Branchen, das ist klar, aber in der Gänze
doch schon, und darauf können wir aufbauen für einen Neustart. Denn wir brauchen die Rückkehr in einen nachhaltigen Wachstumspfad, um das finanzieren zu können, was wir jetzt als Staat ausgegeben haben. Und das werden wir schaffen über Wachstum mit mehr Steuereinnahmen, und daraus werden wir tilgen können. Und von daher sind die Begriffe oder die Mittel Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, Verschärfung der Erbschaftssteuer die falschen Mittel. Wir können mit Wirtschaftswachstum das bezahlen, und dafür brauchen wir eine Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerbelastung, die uns ermöglicht, im Standortwettbewerb mit anderen Ländern mitzuhalten. Wir sind dort Hochsteuerland, wir sind ganz oben, und da wollen wir ausnahmsweise nicht ganz oben sein. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Die Union ist bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Günzler. Und das Wort zu einer Kurzintervention hat Dr. Hollnagel. Herzlich für das Wort. Herr Kollege Günzler, Sie haben eben gerade ausgeführt, dass wir Wirtschaftshilfen brauchen. Und wir haben erlebt, dass Kollegin Tillmann und Herr Rehberg seinerzeit mit Enthusiasmus und Begeisterung die Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuersenkung gefordert haben. Und zwar, um die Wirtschaft zu stärken. Erklären Sie doch mal bitte, warum eine nachhaltige Umsatzsteuerreduzierung die Wirtschaft nicht stärken soll. Dankeschön. Herr Günzler, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie mir die Möglichkeit geben, einen Teil meiner Rede jetzt noch auszuführen, die ich sonst hätte nicht ausführen können aufgrund der Zeit. Von daher hätte ich ja vielleicht doch die Zwischenfrage zulassen sollen. Aber jetzt habe ich ja die Möglichkeit. Wenn Sie sich erinnern, und ich weiß nicht, ob Sie dabei waren bei den Anhörungen zum Corona-Steuerhilfegesetz II, wo wir uns über die temporäre Senkung der Umsatzsteuer unterhalten haben, war genau die Zielrichtung auch aller Sachverständigen zu sagen, sowas muss man temporär machen, damit man einen Nachfrageeffekt auslöst. Wenn sowas dauerhaft ist, wird dieser Konjunkturimpuls halt nicht gesetzt. Und von daher war es richtig, es bis zum 31.12.2020 zu begrenzen. Und ich erlaube mir auch die Anmerkung, wenn die AfD jetzt in ihrem Antrag formuliert, das sind Ausfälle von 50 Milliarden Euro, dann ist das fast das Einzige in ihrem Antrag, weil sie gleichzeitig ja sagen, wir haben Haushaltsüberschüsse aus 2019, also könnte man das finanzieren. Ich frage Sie, haben Sie das Jahr 2020, 2021 überhaupt nicht mitbekommen, dass hier andere Haushaltslagen sind, dass wir uns verschulden müssen, damit wir die Wirtschaftshilfen leisten können? Das scheint an Ihnen vorbeizugehen. Und wenn Sie sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen wollen, gucken Sie sich die Untersuchungen zum Vereinigten Königreich an. Da sind 2008 die Mehrwertsteuersätze gesenkt worden. Und da war eben auch nur dieser temporäre Effekt. Sie werden konjunkturell keinen dauerhaften Effekt haben. Anders übrigens, wenn Sie sich die Studien zu Schweden, Frankreich und Finnland ansehen, ist es im gastronomischen Bereich. Dort gibt es Erfolge, die man nachweisen kann, dass in diesem Bereich es zu höheren Nachfragen dauerhaft gekommen ist. Von daher ist es auch richtig, dass wir hier jedenfalls erstmal temporär bis zum Ende des Jahres 2022 eine Senkung haben. Also von daher finde ich das alles sehr stringent, und wir machen da, glaube ich, eine kluge Politik, als einfach mal so einen Schuss rauszuhauen. Und im Übrigen, auch das hat schon ein paar Kollegen angesprochen, das, was Sie vorhaben, ist überhaupt nicht zielgenau. Weil Sie treffen alle. Sie fingieren in Ihrem Antrag, dass Sie die unteren Einkommensgruppen damit entlasten wollen. Sie entlasten aber alle Einkommensgruppen. Von daher sollten wir viel mehr darüber nachdenken, ob wir den Einkommensteuertarif nicht modernisieren können, weil die Eingangssteuersätze zu hoch sind, der Anstieg der Tarif zu hoch ist. Also darüber sollten wir debattieren, aber nicht über diese Umsatzsteuer. Herzlichen Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen beiden. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte, Sebastian Brehm für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann ja mit Sicherheit trefflich über die einzeln getroffenen Maßnahmen diskutieren. Und das tun wir hier im Parlament. Wir ringen um die beste Lösung für unser Land, gerade in dieser Situation, mit den unterschiedlichsten Sichtweisen. Das ist das Wesen der Demokratie, Rede und Gegenrede, und das Finden vor allem dann eines guten Kompromisses. Das Wesen der Demokratie ist aber auch ein respektvoller und vor allem ein sachlicher Umgang miteinander. Und dieser sachliche Umgang, der lässt in Ihren drei Anträgen alles vermissen. Sie haben die Anträge gestellt, diese drei Anträge, um Unruhe zu stiften und um Desinformation zu verbreiten. Nichts anderes bezwecken Sie mit diesen drei Anträgen. Und gerade in einer solchen schwierigen Lage für alle Beteiligten brauchen wir genau das Gegenteil. Sorgfalt, Konzentration, Sachlichkeit und vor allem auch Zuversicht. Und Ihre drei heutigen Anträge zeigen, dass Sie eben diese Attribute Sorgfalt, Konzentration, Sachlichkeit
überhaupt nicht können. Und von Zuversicht will ich gar nicht reden. Ihr Mantra ist Masse statt Klasse. Sie fordern übrigens ja immer Bürokratieabbau und Entbürokratisierung. Wenn Sie einen anständigen Antrag stellen würden, anstatt drei schlampigen, die die Bundestagsverwaltung behandeln müsste, und wenn wir die Debatte hier nicht führen würden, das wäre die beste Entbürokratisierung, die Sie heute vornehmen könnten. Also deswegen konzentrieren Sie sich doch auf die Sache. Der erste Antrag, Aufbruch für Deutschland raus aus der Krise. Sie wollen wichtige Weichen stellen. Aber was Sie mit Ihrem Antrag liefern, ist eine unendlich lange, ermüdende Liste von Behauptungen, verbunden mit der Bitte, nicht genau hinzuschauen und dann eventuell zuzustimmen. Ich greife mal nur einen Punkt raus. Systemische Mehrkosten für die Energiewende zwischen 500, so geschätzt zwischen 500 Milliarden und 3 Billionen Euro. Wenn man übrigens den zweiten Antrag anschaut zur Umsatzsteuer, dann sind es 2,3 Billionen Euro. Also welcher Satz stimmt jetzt eigentlich in Ihrem Antrag? Oder machen Sie Haushaltspolitik so nach dem grünen Daumen? Für Sie gibt's keine Klimakrise. Also wollen Sie alle diese Mehrkosten abschaffen. Übrigens, was Sie da in der Wirtschaft anrichten, wäre ein Desaster. Der Duktus setzt sich übrigens im zweiten Antrag fort. Den Steuerzahlern einen fairen Anteil lassen mit Senkung der Umsatzsteuer. Sie hatten mehrmals die Gelegenheit, übrigens auch in der letzten Sitzungswoche, der Senkung der Mehrwertsteuer zuzustimmen. Auch, und der Kollege Günzler hat es ja auch wirklich korrekt ausgeführt, auch die langfristige, die Verstetigung der Herabsenkung der Umsatzsteuer für die Gastronomie. Sie haben nicht zugestimmt. Das muss man mal den ganzen Gastronomen in unserem Land sagen. Sie haben nicht zugestimmt. Sie fordern es heute. Und wenn es im Parlament zur Abstimmung ist, dann stimmen Sie nicht zu. So ist natürlich auch irgendwie Politik zu machen. Und der letzte Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, der letzte Antrag, Aufbruch für Deutschland, Beendigung der vom Staat zu verantwortenden Corona-Krise, der setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich will daraus zitieren. Und wenn man den Antrag wirklich ernsthaft durchliest, das kann man, wie der Kollege Alois Karl das mal gemacht hat, wahrscheinlich nur, wenn man zwei Bier trinkt. Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ich zitiere, je mehr Tests, desto mehr Positive. Das ist der Antrag, den Sie da stellen. Je mehr Tests, desto mehr Positive. Was ist denn das für eine Haltung? Also wer nicht testet, hat auch keine Krise. Wer die Augen zumacht, sieht auch nichts. Wegschauen ist Ihr Mantra, sozusagen aus der Krise rauszukommen. Das ist eine verantwortungslose Haltung. Das ist ein verantwortungsloses Handeln. Auch kein Schutzbedürfnis für die Menschen und übrigens auch für die Wirtschaft. Extrem schädlich. Wir brauchen ganz andere Maßnahmen. Der Kollege Fritz Günzler hat es ja ausgeführt. Und ich sage Ihnen, wir können natürlich trefflich diskutieren über die einzelnen Maßnahmen. Gestern sind gute Maßnahmen, eine gute Öffnungsstrategie beschlossen worden. Das ist der erste und der richtige Schritt in die Richtung. Und wir brauchen natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen. Aber Ihnen ist es mit Ihren Anträgen völlig egal, was in unserem Land passiert. Völlig egal. Ihnen ist es wurscht, wie viele Tote es in dem Land gibt. Ihnen ist es völlig egal, was mit unserer Wirtschaft passiert. Sie stellen da einen Antrag mit irgendwelchen Auflistungen von Forderungen, die in keinster Weise substanziiert sind, die in keinster Weise haushaltsrechtlich in irgendeiner Art und Weise verifizierbar sind. Das ist eine schlampige Arbeit, kann ich da nur sagen. Und Sie haben sich eigentlich mit den schlampigen Anträgen völlig disqualifiziert. Spätestens heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, also man kann es zusammenfassen eigentlich, keine Klimakrise, keine Kosten, keine Corona-Krise, keine Maßnahmen. Also ich sage Ihnen, was da aus meinem Antrag, aus den Anträgen herauskommt, das ist keine Alternative für Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns weiter trefflich streiten um die einzelnen Maßnahmen, aber mit solchen Anträgen uns nicht mehr beschäftigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Sebastian Brehm. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 26.895, 27.204 und 27.206 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Vorschläge liegen uns nicht vor. Dann verfahren wir genauso. So, ich komme jetzt zurück zu den Tagesordnungspunkten 8a bis 8c sowie zum Zusatzpunkt 3. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen ja das Ergebnis der namentlichen Abstimmung vorher vorgetragen. Wir sind jetzt im Tagesordnungspunkt 8a. Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträge.
Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 27302. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Es ist echt anstrengend, so kann man nicht abstimmen. Bitte setzen Sie sich hin. Ich muss ja sehen, oder wir müssen sehen, wie abgestimmt wird. So, der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion der Linken. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU, der FDP und der AfD. Und enthalten hat sich die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 27303. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Danke schön. Wer stimmt dagegen? Danke schön. Enthaltungen? Keine. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 den Grünen und der Linken. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU, der FDP und der AfD. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8b. Da liegt uns eine Erklärung zur Abstimmung gemäß § 31 vor. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 27196 zur Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke schön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Danke schön. Der Antrag ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der CDU/CSU. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der AfD und enthalten hat sich die FDP-Fraktion. Damit hat der Deutsche Bundestag das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Tagesordnungspunkt 8c. Wir setzen die Abstimmung zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Drucksache 27291 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 26899 mit dem Titel Ständige Epidemiekommission einrichten, unabhängige, ausgewogene und umfassende Expertise für den Seuchenschutz in Deutschland sicherstellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Gegenstimme kommt von der AfD-Fraktion. Alle anderen Fraktionen des Hauses haben zugestimmt. Noch Tagesordnungspunkt 8c. Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 26903 mit dem Titel Sofortige Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, Ende mit dem Endlos-Lockdown. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Gegenstimme der AfD-Fraktion und Zustimmung aller anderen Fraktionen des Hauses. Zusatzpunkt 3. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 27195 mit dem Titel Sichere Bildung in der Krise, Schnellteststrategie für Kitas und Schulen einführen. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke schön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Moment, das war jetzt uneinheitlich. Darf ich noch mal nachfragen? Bei der AfD, es haben manche dagegen gestimmt und manche haben sich enthalten. Könnten Sie das klären oder sage ich halbe? Sie enthalten, Herr Baumann? Enthaltung? Okay, dann ist es bei Ihnen eine gespaltene. Gut. Der Antrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU und große Teile der AfD. Und enthalten hat sich die Fraktion der FDP und auch Teile der AfD-Fraktion. Ich rufe